Das Anforderungsprofil für einen Sporttrainer ist ganz schön vielfältig, findest du nicht? Auf der einen Seite sollte er fachlich top sein und der perfekte Übungsleiter. Auf der anderen Seite ist er ja Ansprechpartner für den Verein und auch für Eltern. Er sollte natürlich auch Freund und Helfer, Unterstützer sein für die Sportler, Vertrauensperson und Erzieher, Erzieherin am besten noch. Und ja, am Ende ist er auch noch die Führungskraft, damit alles eben funktioniert. Und wir finden, das ist eine ganz schöne Menge an Aufgaben und Herausforderungen. Und hier wollen wir als Trainerevolution dich als Trainer, als Trainerin oder auch deinen Verein unterstützen. Und darum soll es heute gehen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge der Trainerevolution. Wie im Intro bereits gesagt, haben wir als Trainer doch einige verschiedene Rollen auszufüllen und deshalb wollen wir noch mal kurz darauf eingehen, ja, welche Aufgaben denn in diesen Rollen alles stecken. Du solltest natürlich als Trainer ein Top-Kommunikator sein, das heißt, du solltest ja mit deinen Sportlern kommunikativ gut umgehen können. Du solltest aber auch mit eben anderen Personen im Verein, im Umfeld, das heißt Eltern oder auch andere Betreuer, ja, gut umgehen können, gut kommunizieren können. Und deshalb bist du natürlich auch, ja, Motivator für deine Sportler. Du bist am Ende auch Animateur oder Entertainer, wie auch immer du es nennen möchtest. Denn am Ende darfst du alle in deiner Umgebung, deine Sportler vor allem, bei Laune halten, es immer wieder abwechslungsreich gestalten, so dass du deine Sportler begeistern kannst. Und deshalb bist du natürlich am Ende auch Leader. Leadership und Führungsfähigkeiten sind extrem wichtig, damit du eben ja auch zielgerichtet arbeiten kannst, damit du deine Sportler auf ein gemeinsames Ziel ausrichten kannst und eben auch ja im Verein mit den Eltern im Zusammenspiel einfach eine gute Basis aufbauen kannst. Und heute soll es tatsächlich mal darum gehen, wie wir als Trainerevolution dich als Trainer oder Trainerin oder eben auch als Verein dabei unterstützen können. Und hier wollen wir dir heute vor allem zwei Möglichkeiten aufzeigen. Und der erste Weg ist natürlich, dass wir dir anbieten können, vor allem online ein 1:1 Coaching machen zu können. Das heißt, wenn das Ganze für dich spannend ist, dann schreib uns bitte einfach eine E-Mail an team@trainerevolution.de. Das Ganze ist natürlich rund um diese Folge auch nochmal in der Beschreibung enthalten, weil wir einfach mit dir vorher sprechen wollen. Wir haben kein hier kaufen oder ähnliches für so ein 1:1 Coaching, weil wir einfach vorab mit dir sprechen wollen und schauen, ob das Ganze für dich überhaupt Sinn macht. Wir werden dabei dann auf verschiedene Themen eingehen und wir haben auch die Möglichkeit, dir aufzuzeigen, wie wir beispielsweise ein 12-Wochen-Programm aufstellen können, welches wir so schon durchgeführt haben, welches extrem gut bei den Trainerinnen und Trainern ankam. Und wenn das vielleicht auch für dich passt, dann würden wir uns einfach freuen, wenn du dich im Nachgang zu dieser Folge bei uns meldest. Schreib uns, wie gesagt, einfach eine E-Mail, wir melden uns dann bei dir und dann schauen wir einfach, ob wir zusammenpassen, ob es für dich das Richtige ist, mit uns 1:1 mal zu arbeiten, und wir würden uns natürlich da extrem drauf freuen. Wir glauben auch, dass das einen extremen Mehrwert hat, denn dieser Blick von außen, diese Fremdwahrnehmung mal zu hören, wie du vielleicht auch als Coach wirkst. Wir arbeiten da gerne auch mit Trainingsmaterial, dass mal ein Training von dir gefilmt wird und du uns das Ganze zukommen lässt. Das ist aus unserer Sicht extrem wichtig. Wir machen das selber gegenseitig, dass wir Trainingseinheiten verfolgen, aufnehmen und dann uns eben gegenseitig Feedback geben. Und das Ganze kannst du von uns eben auch bekommen. Die zweite Möglichkeit, die ist vor allem für Vereine interessant. Und zwar könnt ihr euch, habt ihr vielleicht schon gesehen, ein Vereinsevent mit uns buchen. Hier könnt ihr 90 Minuten euch 2 bis 3 Themen auswählen, wo wir euch eure Trainer bis zu 25 Stück in einem Event online, per Zoom, Themen mit an die Hand geben, Inhalte, Übungen, wie ihr eure Sportler euch als Trainer verbessern könnt und für die Zukunft fit machen könnt. Und hier geht es weniger um die fachlichen Themen in eurer Sportart. Egal, ob ihr aus dem Handball, aus dem Fußball, Futsal, Basketball, Hockey, Leichtathletik kommt, spielt gar keine Rolle. Wir gehen auf Themen ein, die sonst bei den meisten Lizenzausbildungen fast keinen Platz finden. Und deswegen ist es für uns ja so ein großer Mehrwert, euch da zu unterstützen. Und das haben auch die Feedbacks aus den letzten Vereinsevents gezeigt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben euch rund um diese Folge auch noch ein Feedback-Video verlinkt und das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Da seht ihr einfach, was andere dazu sagen zu so einem Event und das ist, denke ich,
am Ende für euch auch das Wichtigste, hat es den anderen gefallen, hat es ihnen was gebracht, und dann könnt ihr euch selber davon überzeugen, ob es auch für euren Verein das etwas bringt und somit auch eure Trainer weiterbringt für die Zukunft. Wenn ihr euch als Verein nicht für so ein Vereinsevent interessiert, sondern gerne etwas Individuelleres haben wollt, einen Workshop beispielsweise zu einem Trainerleitbild oder zur Vereinsvision, dann würde ich euch bitten, einfach auch eine kurze E-Mail zu schreiben an verein@trainerevolution.de, und dann können wir uns gemeinsam dazu austauschen, was hier für euch Sinn macht. Hier gibt es dann eben keine Vorlage, die wir für euch haben, sondern dann schauen wir ganz individuell, was passt zu euch, was ist euer, wo habt ihr Bedarf, und dann schauen wir, wie wir da zusammenkommen. Vielleicht ist auch mal nicht das Passende dabei, aber das ist dann auch kein Thema. In diesem Sinne, nutze dein Mindset als Erfolgskatapult. Schön, dass du immer noch mit dabei bist. Abonniere jetzt noch schnell unseren Kanal, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Und nicht vergessen, direkt eins der nächsten Videos anschauen, damit du dich einfach als Sporttrainer weiter fortbildest. Und jetzt nicht vergessen, abonnieren, nächstes Video anschauen.